Hallo und willkommen bei Hardwarerat. In diesem Video die 2013er Version, wie man einen Gaming-PC baut. Als Hardware habe ich verwendet 8 GB Teamcube Elite DDR3333, eine Iceberg B75 Pro 3M, eine 1 TB Festplatte Seagate Barracuda, ein 400W Be Quiet E9, ein Samsung DVD-Brenner, eine 3 GB Sapphire Radeon HD 7950 Boost, ein i5-3570 Boneka und ein Cooltech K5 3.0. Alles wurde zusammen auf Mindfactory bestellt und hat 690 Euro gekostet. Als Werkzeug braucht man nur einen Kreuzschraubenzieher. Dieser sollte allerdings passen, damit man nicht die Schraubenköpfe kaputt macht. Bevor man mit dem Zusammenbau beginnt, sollte man sich elektrisch entladen. Es sollte eigentlich zu 99,99% nichts passieren, aber dann gibt es eben noch diesen 0,001%, wo doch eben was passieren könnte. Und deswegen vorher an eine unlackierte Stelle der Heizung hinfassen oder an die Unterseite einer Steckdose. Als erstes braucht man das Mainboard. Beim Mainboard beigelegt sind Slotblende, Treiber-CD, Anleitung und SATA-Kabel für Festplatten und Laufwerke. Danach kann man auch schon den Prozessor auspacken. Wenn man sich eine Boxed-CPU gekauft hat, ist auch ein Kühler dabei. Falls man keinen Extra-Kühler verwendet, braucht man diesen. Er passt nur in eine Richtung, aber man kann sich sehr gut an den zwei Kerben am Rand orientieren. Bei Intel Mainboards muss man am Sockel den Hebel nach unten drücken und vom Sockel wegziehen. Danach geht er nach oben und man kann den Schutz vom Sockel wegnehmen. Dann könnt ihr im Sockel auch schon die Nasen für die zwei Kerben sehen. Nun einfach den Prozessor in den Sockel hineinlegen, die Metallvorrichtung nach unten klappen und den Hebel mit etwas Kraft nach unten drücken. Bei AMD Boards sieht das etwas anders aus, da muss man sich beim Prozessor an der goldenen Ecke orientieren. Sie ist vorne und hinten. Diese Ecke muss dann mit der Ecke auf dem Sockel übereinstimmen. Nun den Hebel nach oben klappen, den Prozessor hineinlegen und wieder nach unten drücken. Das, was jetzt passiert, ist bei Intel und AMD fast gleich. Jetzt braucht man den Arbeitsspeicher. Um Dual Channel nutzen zu können, also bei zwei Riegel jeden Riegel mit 64 Bit anzubinden, muss man kurz in die Anleitung schauen. Bei mir sind es die Slots A1 und B1 oder A2 und B2. Über den Slots kann man die Bezeichnungen sehen. Falls sie nicht über den Slots stehen, einfach in der Anleitung nachschauen. Auch der Arbeitsspeicher passt nur in eine Richtung. Dort kann man sich an der Kerbe orientieren. Nun die Sicherung ausklappen und den Arbeitsspeicher hineinstecken. Der Arbeitsspeicher ist erst ganz drin, wenn die Sicherungen wieder zuschnappen. Nun zum Einbau des Boxkühlers. Auf der Unterseite ist schon Wärmeleitpaste aufgetragen, das heißt man muss keine mehr auf den CPU auftragen. Man muss nun einfach den Kühler auf den Sockel legen und die Pins handfest nach unten drücken. Nun die Pins mit der Hand oder mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher in Richtung des Pfeiles drehen. Dann das Lüfterkabel in den CPU-Kühlersteckplatz stecken. Ich benutze aber nicht den Boxed, sondern einen anderen CPU-Kühler. Da man fast jeden CPU-Kühler anders einbaut, zeige ich jetzt nicht, wie der eingebaut wird. Jetzt zum Gehäuse. Beim Gehäuse sind alle Schrauben schon mit dabei. Ich persönlich fange am liebsten mit dem Laufwerk an. Dazu muss man die Klappe vorne herausbrechen und die Sicherung herausnehmen. Danach das Laufwerk von vorne hineinschieben und die Sicherung wieder dran machen. Als nächstes der Einbau der Festplatte. Manche Gehäuse haben solche Festplattenschlitten, so wie ich, oder bei manchen muss man die Festplatte einfach nur hineinschieben und festschrauben. In meinem Fall mit dem Schlitten muss man das Plastik entfernen, die Festplatte hineinlegen, das Plastik wieder hinmachen und das Ganze dann wieder hineinschieben. Nun müssen die Abstandshalter für das Mainboard an die richtigen Stellen gebracht werden. Wo sie hingehören, kann man in der Anleitung nachlesen oder ganz einfach das Mainboard kurz hinheben und schauen, welche man reinschrauben muss. Danach muss man die I/O-Blende ans Gehäuse hineinstecken. Man kann sich ganz leicht an den Soundanschlüssen orientieren, da bei fast allen Mainboards die Soundanschlüsse nach rechts gehören. Danach das Mainboard hineinlegen und festschrauben.
Als nächstes braucht man die SATA-Kabel, die dem Mainboard beigelegt waren. Das eine Ende kommt an die Festplatte und das andere Ende an das Mainboard. Bei SSDs sollte man SATA 3 Kabel benutzen. Das klitzegleiche muss man beim Laufwerk auch machen. Nun zum gefürchtesten Teil des PC-Baus, der eigentlich gar nicht so schwer ist, die Gehäusestecker. Es ist eigentlich ganz einfach, man muss nur das Handbuch aufschlagen und auf die Seite des System-Panel-Headers gehen. Ganz oben links kommt Power LED Plus, ein zweiter kommt Power LED Minus. Darunter kommt die HDD-LED. Ich weiß nicht, ob man da Plus und Minus beachten muss, aber ganz einfach, Farbe ist Plus. Danach kommt der Power Switch bzw. Power SW senkrecht ran. Zur Verständnis, GND ist das Gegenstück. Und als nächstes kommt der Reset Switch auch wieder senkrecht hin. Diese ganzen Stecker kommen an den System-Panel-Header. Den System-Panel-Header kann man gut von den anderen an der Stelle des fehlenden Pins unterscheiden. Jetzt kommen wir zu USB 2, USB 3 und Audio. Bei Audio fehlt ein Pin rechts unten, der zweitletzte, bei USB 2 unten links der Pin und USB 3 ist mehr als doppelt so lang als die beiden anderen. Nun die Gehäuselüfter an die 3 oder 4 Pin-Anschlüsse des Mainboards stecken. Manche kann man zwar auch ans Netzteil stecken, doch davon würde ich abraten, weil man, wenn man sie an das Mainboard steckt, über Software steuern kann. Da die ganzen Kabel ein Wirrwarr im Gehäuse ergeben, habe ich sie einfach kurz hintenrum verlegt. Als nächstes braucht man das Netzteil. Das Netzteil gehört entweder nach unten oder nach oben, je nach Gehäuse. Falls das Gehäuse unten extra Löcher für das Netzteil bereitstellt, sollte man das Netzteil mit dem Lüfter nach unten schauen lassen, falls nicht mit dem Lüfter nach oben. Der große ist der 20+4 polige Anschluss, dieser kommt in den meisten Fällen rechts ans Mainboard. Der 4+4 Pin Anschluss kommt in den meisten Fällen oberhalb oder direkt neben der CPU. Er sieht fast so aus wie der 6+2 Pin, bloß der 6+2 Pin kommt an die Grafikkarte. Die flachen Anschlüsse kommen an neue Festplatten und Laufwerke und die vierpoligen Anschlüsse noch an alte Festplatten und Laufwerke und manchmal noch an Lüftersteuerung oder ähnliches. So kommt der 20+4 Pin ATX Stecker hin. So der SATA Stromconnector an die Festplatte, genauso geht's beim Laufwerk. So, der 4+4 Pin. Ich würde raten, das Kabel später unter der Grafikkarte zu verlegen. Jetzt fehlt nur noch die Grafikkarte. Bevor man diese einbauen kann, muss man die Slotblenden wegmachen. Wenn man Glück hat, muss man nur eine Schraube wegmachen und die Slotblende herausnehmen. Wenn man Pech hat, muss man diese herausbrechen und oft braucht man dazu eine Menge Gewalt. Nun einfach die Grafikkarte in die PCI Express X16 Bank hineinstecken. Wenn man nicht weiß, welcher das ist, einfach auf den Grafikkartenanschluss schauen und ans Mainboard schauen, welcher gleich aussieht. Danach nur noch die 6 oder 6+2 Pin PCI Express Stromkonnektor an die Grafikkarte anschließen. Wie immer passen diese auch nur in eine Richtung. Danach kann man den PC zumachen, Maus, Tastatur, Bildschirm, Stromkabel anschließen und die Windows-CD einlegen. Falls ihr nicht wisst, wie man Windows installiert oder es über einen USB-Stick installieren wollt, klickt einfach auf den Link How to Windows 7 installieren in der Videobeschreibung. Das war's auch schon mit dem Tutorial How to einen PC bauen. Falls ihr euch noch ein bisschen unsicher seid oder das Ganze jetzt nicht so gut verstanden habt, schaut mal bei meinem Kollegen Essentially's Hard and Software Reviews vorbei. Er macht gerade eine Videoreihe darüber, das heißt, er macht es in mehreren Folgen How to einen PC bauen und erklärt das Ganze ein bisschen ausführlicher. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Abo da oder liked mich auf Facebook. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.